In unserem heutigen Video möchte ich Sie darüber aufklären, durch das intensive und interaktive Gespräch mit Frau Professor Dr. König, die unsere Mitochondrien-Expertin hier in Europa ist, was ist eigentlich ein bioenergetischer Gesundheitsindex? Welche Vorteile, welche Antworten hat eigentlich ein solches Profil? Es gibt ja nun immer wieder die Anfrage, soll ich mich eher kohlenhydratlastiger oder eher fettlastiger ernähren? Es gibt dafür auch irgendwelche Gentests, die man machen kann. Aber entscheidend ist ja nicht, was steht im Zellkern, sondern entscheidend ist ja eigentlich, was wird dann auf der Baustelle gemacht. Und was können wir mit den Mitochondrien dazu aussagen? Also die Mitochondrien können ja die drei verschiedenen Baustoffe oder Bausubstanzen verwenden. Das sind die Fettsäuren, die Glucose und die Aminosäuren. Welches Sie verwenden können, hängt natürlich von den Mitochondrien ab, in welchem Zustand Sie sind. Wir können sehr schön sagen oder feststellen, ob Sie die Glucose verwenden können, also ob die Glucose in Energie umgewandelt wird, ob die Fettsäuren in Energie umgewandelt werden oder ob die Aminosäuren. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Diät machen und jetzt nur bestimmte ketogene Ernährung machen und Ihre Mitochondrien sind aber gar nicht in der Lage, diese Fettsäuren zu verarbeiten, dann können Sie auch nicht abnehmen, ja? Oder Sie haben keine Energie, ja, und hören dann schnell wieder auf. Oder wenn jener müde ist und verwendet jetzt nur Fettsäuren, die kann er nicht verwerten, dann muss er mehr auf Glucose gehen. Also das können wir sehr schön feststellen, die Leistungsfähigkeit der Mitochondrien und der verschiedenen Substanzen, also Bausubstanzen. Das heißt, wir würden dann natürlich eher empfehlen, wenn es um Zucker geht, nicht unbedingt die schnell verfügbaren Zucker zu nehmen, weil wir dann sehr viel oxidativen Stress bekämen. Aber die Empfehlung für komplexe Kohlenhydrate, die dann also eine relativ flache, aber beständige Zuckerkurve ermöglichen, führen zu deutlich besserer Leistungsfähigkeit als Heißhungerattacken oder irgendwelche glykämischen Indizes mit Zucker und Fett. Ja, also es ist schon sehr wichtig zu bestimmen, welchen Weg brauche ich oder welchen Weg können die Mitochondrien überhaupt gehen, um Energie zu produzieren. Also nicht der Brigitte-Diät folgen, sondern doch besser mal messen, wo stehe ich individuell. Ja. Also ich als Schulmediziner gehe ja normalerweise her und mache eine Blutgasanalyse und eine Pulsoximetrie. Ich möchte also wissen, ist die Person mit ausreichend Sauerstoff versorgt? Die Mitochondrienfunktion, das bioenergetische Gesundheitsprofil, misst ja jetzt die Verbrauchsrate an Sauerstoff. Was eröffnet uns das als Erkenntnis? Gut, das ist ein ganz wichtiger Parameter. Der sagt aber, der Sauerstoff, der hier an die Zelle kommt, auch bei unserem experimentellen Design, kommt genug Sauerstoff an die Zelle ran, auch an die Mitochondrien. Aber der sagt ganz genau, dieser Wert, können die Mitochondrien den Sauerstoff überhaupt verbrauchen, verwenden? Kommt er überhaupt an, also wird er verwendet für die ATP-Generierung? Das kann also verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass die Atmungskettenkomplexe kaputt sind. Das kann man separat testen. Es kann aber auch sein, dass eine andere Regulation der Zelle nicht funktioniert. Auf jeden Fall liegt da ein biochemisches Problem vor in den Mitochondrien. Obwohl genügend Sauerstoff da ist. Obwohl genügend Sauerstoff da ist. Also ist es ein ganz wichtiger zusätzlicher Parameter, den wir dringend etablieren müssten. Genau. Ja, vielen Dank, dass Sie so lange ausgeharrt haben, dieses Neujahrsgespräch Anfang Januar hier in Bremen, und dass wir so viele wertvolle Informationen von Ihnen bekommen haben für unsere Zuschauer, die ja schon unsere erste Serie sehr interessiert verfolgt haben. Ich hoffe, dass auch Sie viele Fragen dazu beantwortet bekommen haben und auch vielleicht neue Fragen aufgeworfen wurden. Und ich möchte Sie auffordern, diese Fragen durchaus öffentlich zu stellen, und wir werden dann sicherlich auch Antworten dazu finden, vielleicht auch in ganz kurzen Kurzinterviews, wenn wir denn vielleicht im Frühjahr uns nochmal wieder treffen. Das können wir gerne machen, das haben wir immer ein Vergnügen. Vielen Dank, Herr Dr. Wichert. Ja, und stellen Sie Fragen. Ja, vielen Dank, Frau Professor Dr. König.